Ja, wir sind hier weiterhin auf der BWL Newsweek bei der Firma Fahrer und der Herr Zimmermann zeigt uns ein weiteres Highlight seiner Kollektion. Ja, also wir haben noch zwei weitere interessante Neuheiten. Das heißt also nicht nur einfach Regenschirm, wie man ihn bisher immer schon kannte, sondern beide Schirme beinhalten einen speziellen Effekt. In dem Fall sieht man also, dass der gesamte Aufdruck unifarbig weiß gehalten ist. Aber in dem Moment, ich kann es mal gerne eben demonstrieren, wenn Wasser auf den Bezug kommt, tritt hier ein gewisser Effekt ein. Dieser gewisse Effekt bewirkt, dass die weiße Farbe verschwindet und die darunterliegenden Druckfarben sichtbar werden. Somit kommt in das triste Regenwetter etwas gute Stimmung und etwas gute Laune und lässt den umhergehenden Passanten ein bisschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Ja? Wie nennt man dieses Druckverfahren? Das ist der sogenannte Color Magic Print. Das heißt, das lässt sich mit jedem Kundenlogo umsetzen, sowohl in Deutschland wie in Fernost, ganz wichtig. Das heißt, wir können also auch basierend auf Lagerware, die wir in Deutschland bevorraten, auch im sogenannten Logo-Druckbereich, das wäre also dieser hier, auch mit Kundenlogos arbeiten und diese in Form dieser Technik entsprechend umsetzen und diesen Effekt mit dem eigenen Logo des Kunden hervorrufen. Gibt es für Deutschland oder Fernost auch Mindestmengen? Ja, in Deutschland im Endeffekt ab 96 Stück bieten wir das an und in Fernost ab 624 Stück ist das also auch möglich und nahezu auch auf jedem Schirmmodell aus unserem Lieferprogramm. Auch jede Schirmfarbe? Auch jede Schirmfarbe, richtig, genau. Okay. Ja, die zweite tolle Neuheit, die ebenfalls für tolle Effekte bei Regenwetter sorgt, ist die sogenannte Wet-Look-Technik. Man sieht also, im trockenen Zustand ist der Schirm komplett neutral in Unifarbe, also in diesem Fall in Schwarz. Und in dem Moment, wenn es nass wird, reagiert die Beschichtung auf der Bezugoberfläche mit dem darauf abperlenden Wasser und ergibt also im Endeffekt dieses Raster-Design. Das heißt, es handelt sich hierbei um eine sogenannte transparente Beschichtung, die also auch nicht nur in diesem Rasterdesign umsetzbar ist, sondern natürlich auch in Streudruck oder Einzellogos der Kunden umzusetzen ist. Diese Druckvariante funktioniert also nur ab Fernost und ist ab 624 Stück umsetzbar. Also man könnte dem Kunden das Kundenlogo all over design über diesen Schirm drucken. Exakt. Das heißt, Sie nehmen das Kundenlogo und dieses Logo wird wild gestreut über den Schirm verteilt und dann kann man das also von jeder Seite des Schirmes nachher auch sehen, egal wie es jetzt all over über alle 8 Segmente bedruckt wurde. Ich kann es auf jeden Fall einmal klar lesen und die restlichen Logos sind dann wild über den Schirm verstreut. Ist ab Fernost auch wieder für jedes Schirmmodell erhältlich? Im Prinzip ja, korrekt.